Und? Habt ihr Omas Haus inzwischen schon verkauft? Nein, es meldet sich einfach Na, niemand. bei deinen Preisvorstellungen. Warum macht ihr das denn nicht mit dem Makler? Naja, mit dem neuen Gesetz müssen wir doch die Provision Aber zahlen. das ist doch kein Problem. Das sind lokale Marktexperten, die haben schon zig Immobilien verkauft. Ich habe ein Angebot bekommen. Echt jetzt? Ja, warte, warte, warte. Bieten wir Ihnen die Hälfte des von Ihnen angesetzten Kaufpreises. Na, ist doch gut. Ich zahle dir 1000 Euro mehr. Lass uns über Makler reden. Bieten die wirklich so viel mehr? Also, bei uns war der Preis so super angesetzt, dass wir weder eine Massenbesichtigung noch zu wenige Angebote hatten. Das war einfach so einfach. Ja, aber die Provision? Die war überhaupt kein Problem. Und der Käufer übernimmt genauso viel Provision wie der Verkäufer. Halbe, halbe. Ach so. Ja. Hey, Steffi. Hi Birgit, danke für den Tipp. Welchen meiner Tipps meinst du denn? Na, der Makler, wir haben Omas Haus verkauft. Nein, das ist ja klasse. Und wie du gesagt hast, der hat alles geregelt. Wir mussten uns nicht mehr um die Entrümpelung kümmern. Und da war bestimmt viel zu tun, oder? Allerdings, sogar dieser olle Stuhl, an dem Peter immer so hängt, kommt jetzt raus. Na, da sind ja jetzt alle happy. Ja, kann man so sagen. Sorgenfreier Immobilienverkauf? Mit uns Qualitätsmaklern geht's einfach besser. Setzen Sie auf regionale Kompetenz und Markterfahrung, weil Ihre Immobilie einen Profi verdient. Was soll das? Wer sind Sie überhaupt?